Hallo, liebe Aufrufer. Neujahrstag. Frohes Neujahr, frohes neues Jahr 2013 und es geht schon los. Ich muss nochmal auf den 29C3 Chaos Communication Congress des Chaos Computer Clubs am Jahresende in Hamburg kommen, weil doch die IT-Revolution und unsere Intelligenz unsere Ideologie ist, meine Ideologie ist. Meine Ideologie lautet Vorstellungsorientierung. Das heißt, ich versuche mir Vorstellungen zu machen und versuche mich dann in der sozialen Welt zu kommunizieren und durch Handlungen, durch soziale Handlungen zu orientieren. Das ist der Unterschied dazu, dass ich mir irgendwas durcheinander vorstelle und dass ich Desorientierung im Schilde führe nach dem Motto, es gibt keine Wahrheit, es ist sowieso alles egal oder was ganz billig ist, die da oben machen sowieso, was sie wollen. Ich will mal so sagen, die Intelligenz in Deutschland, die verbirgt sich durchaus auch in infamer Weise hinter diesem christlichen Gebäude hier, was in den wöchentlichen Beilagen Chrismon, das evangelische Magazin, hier mit dem martialischen Fleischgehänge. Unsere Intelligenz drückt sich auch aus, und das ist nicht verächtlich gemeint, in der Kundschaft auf diesem Niveau hier. Das Niveau ist nicht böse, sondern das Niveau ist leistungsschwach und ruft stündlich nach Erleichterung. Das sind Menschen, die glauben, man könne durch Diät gesund werden. Man könne durch diätisches Leben gesund bleiben. Man könne durch Bequemlichkeit und Lebenserleichterung was erreichen. Das ist nicht der Fall. Die Intelligenz drückt sich aber leider auch nicht hier aus. Eulenspiegel, das ist sozusagen in der Tradition einer sich selbst genieverdächtigen Intelligenz der ehemaligen DDR. Jetzt auch immer noch mit einem gewissen Ostwitz im Sinne von, wir sind die Guten, die anderen haben die große Fresse und sind oberflächlich. Ja, aber diese Intelligenz drückt sich auch nicht hier aus in Titanic, in den 68er Kindern, Titanic-Witz und so weiter. Die Intelligenz, das muss man so sagen, die drückt sich aus in dem Faktum des Internets und der Macht der Internetwirtschaft. Und das haben wir hier schön bezeichnet in der Wochenendbeilage der Taz: Google, Apple, Facebook, Amazon, man kann auch noch fortsetzen, Microsoft, eBay und so weiter. Und dazu möchte ich jetzt nochmal einen kurzen Rückblick machen, nämlich das ist ein Vorbild. IT-Revolution, das ist das Nonplusultra. Und wir haben hier in der Taz einen wunderbaren Beitrag von der zu Recht angesehenen und bekannten Constanze Kurz, die aus dem Maschinenraum seit über 2 Jahren berichtet in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit den Datenfressern, und sie berichtet hier und macht ein Resümee über den 29C3 in Hamburg, und das gipfelt dann hier in folgendem: diskutiert, und das spiegelt jetzt die Gesamtlage, den Stand von heute international politisch. Da gab es in Dubai eine Konferenz, Vertreter von 193 Regierungen, Assistenten bis Minister, sie wurden von Rechtsstaaten entsandt, aber ebenso von Ländern wie China, Russland und Saudi-Arabien. Sie berieten sich mit Vertretern aus Telekommunikationskonzernen und Überwachungsbehörden sowie allerhand in Anführungszeichen Beratern der Privatwirtschaft. Es sind die herrschenden wenigen. Voll war es dennoch. Allein Brasilien reiste mit mehr als 50 Teilnehmern an, trotzdem blieb der Kreis der Verhandler und Interessensvertreter im Vergleich zu den Milliarden potenziell betroffenen Netznutzern verschwindend klein. Der eiskalte Versuch der Telekommunikationsunternehmen im Verein mit totalitär gesinnten Regierungen, die Kontrolle im Netz mit Hilfe der ITU zu übernehmen, kam spät, aber mit Macht. Dieser Versuch ist vorerst gestoppt, weil einige Regierungen des Westens, vor allem die USA,
den bei den Verhandlungen entstandenen Vertrag nicht unterzeichnen wollten. Dennoch wirkte die Fernmeldeunion wie eine Verkörperung undemokratischer, abgeschlossener Machtstrukturen, die ausschließlich nach den Interessen weniger handelt und die zudem die Öffentlichkeit scheut. Hier sind Grundsätze wie die allgemeinen Menschenrechte nur störend. Was macht sich eine Allianz von Diktatoren und ihrer Helfershelfer an, die Regeln für das zukünftige Netz schreiben zu wollen? Das ist der Aufruf von Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club in Berlin, nämlich, dass wir mit unserer Intelligenz uns für diese IT-Revolution interessieren müssen. Und zwar nicht nur in Bezug auf die Technik und die Nutzervorteile, sondern insbesondere um die Politik, die hier zunächst von den Interessenten, das sind die Profitbetreiber, in Vorgaben bestimmt wird. Aber durch die demokratische Einrede mit Intelligenz können wir unsere IT-Politik mit beeinflussen, eigentlich dominieren. Und insbesondere ist ja auf Folgendes immer wieder zu achten: Das Internet in der 2.0 Ausprägung, das heißt, auch der Nutzer von der Peripherie aus kann in die Sache hinein Entscheidungen mittreffen. Diese dezentrale, multilaterale Beteiligungsoption ist eine politische Mitbestimmungsmacht. Über die muss man Bescheid wissen. Desto wichtiger ist es auch, wie interessant für uns die Personal Computers sind und wie demokratieabschneidend diese Fernsehempfänger sind, die iPads, die iPods, all diese Pads, die eigentlich nur Apps, also fertige Programme reinlassen, aber durch die man selbst nicht hineinkommt. Das muss immer wieder gesagt werden. Und das ist also hier Konstanze Kurz zusammenfassend in der Taz. Das ist hier ein Sammlungsobjekt, Sammler. Das muss man sich anschaffen, was die Taz hier leistet. Und ganz uneitel am Rande weist die Taz darauf hin, dass der erste Chaos Computer Club Kongress und die Gründung des Chaos Computer Clubs selbst in den Räumen der Taz stattgefunden hat. Das finde ich total süß. Das haben sie hier auf Seite 3 geschrieben. Das ist der Chaos Computer Club, ist nach eigenen Angaben die größte europäische Hackervereinigung und seit über 3 Jahrzehnten aktiv. Gegründet wurde er in den Räumen der Taz. Er tritt für ein neues Menschenrecht auf weltweite ungehinderte Kommunikation ein. So, und dann ist hier der Jacob, der amerikanische aus der Hacker-Szene, Jacob Applebaum, der in Hamburg gesprochen hat, und der sagt nun Folgendes: Eine Botschaft, die nur auf einen flüchtigen Blick fehlplatziert scheint, in dem verwinkelten Gebäude in Hamburg, sagt Applebaum: Insofern ist die Politisierung nichts Neues. Er warnt doch, der Netzaktivist, auf dem Kongress bereits 2011, dass die aktuellen Fäden um das Urheberrecht nur die erste von vielen Schlachten gegen freie Computer und deren Nutzung seien und noch viele folgen werden. Ja, dann hier ein Blick in das Programmheft dieses Kongresses des Chaos Computer Clubs 29C3. Für den Kongress zeigt, dass die Liste der Themen, deren sich die Hacker annehmen, immer länger wird. Auf der Agenda stehen etwa die sogenannten Deep Packet Inspection, eine Technik, um jedes durchs Internet geleitete Datenpaket auf seine Inhalte hin zu überprüfen, die letztes Jahr vom Chaos Computer Club aufgedeckte, als Staatstrojaner bekannt gewordene Spionagesoftware des Bundeskriminalamts oder auch die Ethik der DDoS-Attacken. Mit diesen Programmen hatte der Aktivistenschwarm Anonymous in der Vergangenheit immer wieder Server großer Firmen oder Regierungen attackiert und deren Webseiten zum Erliegen gebracht. Der Jacob Applebaum sagt dann insbesondere: Wir bemühen uns, die Rekrutierung von Nachwuchs, also alle Leute, die in der Nase bohren können und ein iPhone benutzen, die einen Computer bedienen können, die neue Generation von Hackern, die in die Fußstapfen derer treten sollen, die sich seit 30 Jahren engagieren und von denen einige müde geworden sind. Auch andere bemühen sich um die Rekrutierung von Nachwuchs, etwa die niederländischen Netzaktivisten Ott van Dalen und Rejo Zenger von der Organisation Bits of Freedom.
Intensiv hatten sie für Netzneutralität, also die Gleichbehandlung aller Datenpakete im Internet. Es geht darum, dass inzwischen wirtschaftliche Begehrlichkeit darauf zielt, dass gekaufte Wirtschaftsnetzverbindungen bevorzugt und schnell geliefert werden, während dann jemand, der nur das Internet als freier User benutzen will, immer zurückgestellt wird. Das heißt, die Knotenpunkte, die Leitungen und so weiter werden fürs zusätzliche Bezahlen freigeknallt, während alle anderen im Grunde genommen ewig warten können, zurück ins Mittelalter des Internets. Man wartet und wartet und wartet. Und dann ist auch noch ein anderes Thema hier, die Informationsverbreitungssysteme, Whistleblower und so weiter. Da gibt es eben auch den Bedarf an Tor. Tor ist die, wenn man so will, Verschlüsselungssoftware, Verzwiebelungssoftware, in der Quellen nicht mehr rückwirkend oder währenddessen aufgespielt werden können. Das heißt, die IP, die eigentlich der Fingerabdruck ist, den jede Kontrollinstanz ergreifen kann, mit einer Art Halterhaftung, ist durch das Tor-Software-Schaltungssystem, ein kompliziertes Netz, Onion-Router, ein weltweites Netzwerk von Servern, ist in Arbeit und ist teilweise schon einsatzfähig. Und das sind Sachen, die nicht nur im Interesse von schwer zahlenden Interessenten entwickelt werden können, sondern eben auch im Hackerkreis der Anonymous und Chaos Computer Club und so weiter. Es ist also absolut wichtig, dass junge Leute auch wiederum dahin gehen. Es gibt jede Woche einen freien Tag, wo man offene Tür hat, wo man fragen kann, wo man mitmachen kann, wo man was lernen kann. Chaos Computer Club ist keine kriminellen Vereinigung, sondern das ist die Intelligenz unserer Zeit in der IT-Revolution. 10-mal intelligenter und wichtiger als diese Scherzartikel hier. Und auch die sind natürlich wichtig, weil sie sich selbst erhalten. Aber auch die sind wichtig. Und die Kirche schafft sich ab. Und schönen Dank hier für den Aufruf.